So Leute und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Advanced Warfare Kampagne Modus, ja. Wie bei der letzten Folge habe ich ungern in der Mitte direkt also abgebrochen. Das wollte ich leider nicht, oder wollte ich halt nicht, ne? Aber es ging halt nicht, weil ich dann schon schnell weg musste, aber wir sind jetzt dabei. So. Über die Straße. Wir mussten über die, ja, über die Straße ist ein bisschen schlecht, ne, wenn da jetzt Autos fahren. Aber mal gucken, ob da so Granate, ob da eine Granate rüberfliegt. Die andere Seite der Straße, Mitchell. Wie soll denn das funktionieren? Also, da fahren tausend Autos. Über die Straße. Ja, über die Straße. Ach, ich bleib bei der Mission. Aber wieso? Oh, 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 oh. Auf die andere Seite der Straße, Mitchell. Ja, okay, jetzt gehe ich aber rüber. Jetzt gehe ich aber rüber. Über die Straße. So. Jetzt sind wir gut rübergekommen, ja? Und jetzt fick ich die alle weg. Ja, doch nicht. Oh mein Gott. MP, okay. Oh, super. ARX, das ist die Dreischusswaffe. Da verbrauche ich nicht so viel Munition oder so. So, ist keiner mehr da. Auf die andere Seite der Straße, Mitchell. Ja, okay, auf die andere Seite. Boah, Alter, ich denke manchmal, ich schaff das nie. So. Oh, oh, Alter. Alter, dieser Hund! Boah, Alter, hat er mich erschreckt. Oh mein Gott. Der Truck nähert sich der Position. Oh. Verstanden, Prophet. Mitchell, zu mir! Boah, der hat mich echt erschreckt. Scheiße, ey. Lol. Okay, Leertaste. Der Truck müsste jetzt zu sehen sein. Ich sehe nur Autos. Ich sehe ihn. Jo, genau. Scheiß drauf. Bringen wir es hinter uns. Spring! Alter, wie schnell der fährt, ey. Ja, genau. So schnell fährt er auch, oder was? Schalte die Geländewagen aus. Bereit machen zum Springen. Boah, krass. Kann man hier auch Granaten werfen? Oh nein. Gideon, wir haben Sichtkontakt zu dir verloren. Verfolge Ziel nach Süden. Organisier dir einen fahrbaren Untersatz und folge mir! Roger! Oho, Alter. Bin fast down. Der Nähe bleiben! Boah! Boah! Oh! Wow! Kann man die Reifen kaputt schießen? Ne, ich denke nicht, ne? Oh, Leertaste. Und E. Boah. Alter, der macht das sogar mit rechts, Junge. Boah, oh lol. Geil. Oh. Hä? Ich hab Leertaste gedrückt? Okay, jetzt sind wir wieder da. Okay, gut. Ja, ich hab trotzdem Leertaste gedrückt. Keine Ahnung, warum auch immer, ja. Dass es funktioniert hat. Ja, Leertaste. Ich drück die ganze Zeit Leertaste. Okay, hat funktioniert. Gut. Da es ja gepanzert ist, müssen wir jetzt gleich darüber springen. So, jetzt Leertaste. Und jetzt E. Bumm. Aber so geil, wie der rausfliegt, ne? Jetzt Spam. Bumm. Jetzt hast du schnell. Okay, ja, auf einmal hat es funktioniert, ne? Okay, kein Problem. Feindlicher Heli! Ausschalten!
Oh, fight dich. Boah, Alter. Alter, ich denke manchmal, jetzt ich komme von... Okay, ich springe. Ja. 12 Uhr. Springen. Ich komme ja. F, 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 F. Festhalten. Also. Boah, Alter. Oh mein Gott. Retten Sie den Technologen. Wo ist denn der? Schnell. Das ist der Technologe? Okay, schwimmen wir wieder raus, ne? So. Hey, lol. Nicht schlafen. Es ist erst vorbei, wenn ich es sage. Ach, bitte sag mir, dass er am Leben ist. Ganz locker. Er atmet. Noch. Was wollen die überhaupt mit dem Typen? Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Das geht nur das Hauptquartier an. Bist du zufriedener, Johnny? Du hast gehalten, was du versprochen hast. Heute gebe ich einen aus. Gar nicht übel, Mitchell. Reger Verkehr. So, wir haben jetzt wieder zwei schöne Punkte. Panzerung haben wir ja alles voll. Widerstand. Nee, Sprinten. 50%. Dann machen wir einmal Rückschutz und einmal Nachladen, denke ich mal. So. Weiter geht's mit der Mission. Kapitel 3 vielleicht, heißt das? Oder weiß ich jetzt nicht. Bei Atlas lief es anders als bei den Marines. Aber das hat mich nicht gestört. Leben stehen auf dem Spiel. Die Streitkräfte von Atlas schreiten schnell ein, um die Geiseln zu retten. Verdammt nochmal, Gideon. Du bist ja fast ein Filmstar. Red kein Unsinn. Ist vermutlich das erste Mal, dass dein Hinterwäldler Arsch einen sieht, der noch alle Zähne hat, aber reg dich nicht auf. Das ist echt witzig, weil deine Mutter... Wow. Seht ihr diesen Scheiß? Nicht übel, was? Du hattest Glück. Die KVA wird immer besser. Was wurde aus dem Kerl, den wir aus dem Wasser gefischt haben? Meins hat ihn übernommen. Ist mir recht. Krass, Mann. Einfach krass. Bleib locker. Bleib locker. Was können wir für Sie tun, Sir? Fürs Erste reicht ein Glas. Das geht noch besser. Setzt euch, Jungs. Beim Militär gibt es ein Sprichwort. Behandle deine Männer wie geliebte Söhne und sie folgen dir ins tiefste Tal. Ich verlor meinen Sohn. Und jetzt weiß ich, es zählt jeder Moment. Du musst sagen, was gesagt werden muss, solange du kannst. Ihr habt einen großartigen Job gemacht. Lagos bietet fantastische Perspektiven für Atlas. Und dafür danke ich euch. Auf euch, Männer. Das Feiern tat gut. Aber Gideon hatte recht. Es war reines Glück. Und die KVA wurde immer besser. Und setzte sich täglich größere Ziele.
Wow. Und damit wünsche ich euch mit dem geilen Videostart zu einem Call of Duty Advanced Warfare. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin die, ich glaube, drittes Kapitel? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich bin jetzt gerade so Brain AFK. Ihr habt euch hinter dem Schutz der Technologie versteckt. Technologie ist wie Krebs. Ich werde euch von diesem Geschwür befreien. Ich setze die Welt zurück in ihren Ausgangszustand. Ich bin Hades. Ich bin euer Retter. Okay, du bist unser Retter. Super. Ares 2er, bitte visuellen Überblick über Planquadrat. Bitte bestätigen. Seht ihr das auch? Okay. Verlässliche Daten zeigen, dass die KVA eine Kernschmelze im Reaktor auslösen will. Wir starten im südlichen Hof und rücken dann nach Norden vor. Wir beenden es im Kontrollraum. Los in Position! Wow. Jetzt wird spiel. LOL. Wow. Halten wir uns immer noch an die eingeschränkten Einsatzrichtlinien, aber negativ. Keine eingeschränkten Einsatzrichtlinien, 2-4. Freigabe für alle Ziele, over. Das wird ein Spaß, Mitchell. Wie Korea. Nur mit mehr Strahlung. Nur mit mehr Strahlung? Sind wir in diesen ukrainischen Dings, Tschernobyl oder so, wie der heißt, glaube ich. Boah. Boah. Oho. 2-4 abgeschossen. 2-4 abgeschossen. 2-5. Position aufgeben und Alpha unterstützen. Over. Verstanden, 2-3. Wir haben Feinde in unserer Landezone. Verstanden. Gut, dass wir nicht getroffen wurden, ne? Bravo. Die Dächer sichern. Mitchell, Ziele auf den Dächern abschießen. Von wo? Boah, krass. Das war der mit der RPG kaputt machen. Ne? Ach. Okay. Bringen wir es hinter uns. Einsatz. Schade, geht dagegen, dahin geht nicht mehr. Ne? Seilrutsche einsetzen. Whee! Stoßen auf 3 Uhr dazu. Willkommen zur Party, Bravo! Sammeln! Alpha scheint in der Scheiße zu stecken. Alter, der ganze Bildschirm wackelt, ey. Lol, nice. Okay, geh mal ran, ne? Boost-Sprung aktiviert. Lol. Oh, ist der grad. Ah, ne. Mitchell, hinter diese MCDs und Feuer erwidern. Hinter diesen Drohnen in Deckung gehen. MG-Pilot, Solo gefallen. Minimum war einfach eiskalt die Tür, ne? So. Oh? Was? Geht immer einer. Wo müssen wir denn hin? Benutzen? Okay, was muss ich denn benutzen? Aha, okay. So, einfach mal werfen. Aber ich will die Drohne hier rein haben. Das ist bestimmt. Ja, komm. Ah nein, ich muss ein bisschen langsamer gehen, glaube ich. Ja, komm ran. Ja, schneller, komm. Ja, das schaffst du. Oder er will auch nicht. Ja, schade. Na gut, dann ballern wir die so ab. Ohne Schild. Was haben wir hier? Oh! Kapitän, bring hier rüber!
Oh, das hat gar keine Muni, oder? Kann das sein? Ah doch, ein Akku, oder? Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber... Es sieht mir hart nach aus, als ob das so unendliche Muni wäre oder so. Gideon! Der MC ist noch aktiv! Dann soll sich verdammt nochmal jemand darum kümmern! Okay, warum auch immer es die ganze Zeit laggt, ne? Also ich glaube, der erhitzt sich einfach nur. Man kann den so lange benutzen, wie man will eigentlich. Ah, okay. Aber da passt du noch nicht Muni. Okay, jetzt habe ich verstanden. Also kannst du jetzt auch so und dann. Nein. Komm, über 20 Fußsoldaten nähern sich aus dem Nordwesten. Weiter vorrücken! Oh. Weiter von wo? Kleine Schritte bringen mich jetzt schon weg. Das ist schon krass, ey. Was hier alles passiert, ey. Ich glaube, ich muss mir mal eine neue Grafikkarte und meinen Prozessor. Obwohl, der Prozessor ist eigentlich recht cool. Wir sehen einen Werfer ganz in der Nähe. Boah, Alter. Schnapp dir den Werfer und schalte den Titan aus. Werfer. Ja, wo nehme ich den denn? Ich will drauf schießen. Boah, Alter. Nein, komm, Muni. Ich hab keine. Kontakt zu einer Munitionskiste. Wo? Wo denn? Jo, ich bin fast down. Da ist eine Munitionskiste auf der östlichen Seite der Straße. Okay. Da ist eine Munitionskiste auf der östlichen Seite der Straße. Hol mehr Munition für diesen Werfer, Mitchell. Alter, ich sterb hier gleich. Da ist eine Munitionskiste auf der östlichen Seite der Straße. Wo denn? Ich krieg hier noch langsam Panik. Hol mehr Munition für diesen Werfer, Mitchell. Der kann gar nicht weit weg sein. Da ist eine Munitionskiste auf der östlichen Seite der Straße. Westlich, ja, gut. Ne? Hol mehr Munition für diesen Werfer, Mitchell. Ach da! Jo, Alter, wie nah das einfach ist. Alter Vater, ich bin fast down. So, wir haben ja erstmal eine Innengranate hier, also. Das geht mir so auf den Sack, die komischen Bongos. Titan mit dem Werfer erledigen! Hä? Wohin fliegt die Granate? Boah. Wann geht denn die Freck, ey? So, ja, jetzt schon wieder kein Muni, ne? Ah. Weiter zerstört! Gut gemacht, nice. Mitchell! So. Sicherheitsprotokoll überbrückt und versuchen einen GAU einzuleiten. Und bleibt ich will mein Laser wieder.
Verstanden, Firing Prophet. Malin. Wir sind unterwegs. Wir müssen zum Kontrollgebäude. Bewegung! Oh, lieber Hits. So. So, warte mal, wir machen noch hier so einen schönen hier. Oh ne, das wollte ich nicht. Ah lol, mit Doppel kann man ja auch. Nein. Boah, was ein Rückstoß hier, ne? Achtet auf Zivilisten. Vor allem, wenn diese... Am schnellsten kommen wir durch den Aufruf. Feuerwerk! Nein, Spaß. Aber wenn ich mal so mache, ne? Dann... Hitze sie sich einfach nicht. Los. Wow. Sicher. Hier entlang. Bravo, die Reaktortemperatur steigt an. Schlechte Neuigkeiten, oder? Die Marker sind unter der Norm, aber stabil. Können wir es noch schaffen? Dann kann das sein, dass wir schnellstens hier raus müssen. Das war ein Massaker. Weiter. Ach, kurz mal ausstrecken, ey. Boah. Kreuzung. Rechts halten. Es gibt eine Abkürzung. Aber da wird es hässlich. Zusammenbleiben. Bleib dich hinter dir. Gideon. Gideon. Aber UN. Ne? Gideon. Ja, komm. Gideon. Aber ich nenne ihn mal Gideon. Karte, die Tür öffnen. Verstanden. Huh, was war das denn? Oh yeah, was ist das denn? MDW, Junge. Aber ne. Lieber nicht, Leute. Los! Bravo, ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Ziele auf dem Balkon! Aufschalten! Und jetzt. Bumm. Ja, das finde ich voll lustig, wenn die so fliegen. Ah ne, das ist ein Typ von mir. Das wusste ich leider nicht. Oh! Was? M? Schall? Was? Ja, was bringt's jetzt? Alter, wie viele hier sind, ne? Ich mach mal hier so eine schöne Granate hin. Damit ich halt sehe, wo die komischen Gegner sind. Drohne, über uns! Weil sonst komme ich halt übel zwischen den. Ah, ist kaputt gegangen. Bringt mich. Boah, wenn ich jetzt da drauf gewesen wäre, wäre ich jetzt Matsch bestimmt gewesen. Bis zum Kontrollraum sind es noch 300 Meter. Oh, oh. Heftiger Widerstand im Reaktorraum. Verstanden. Lassen wir die mal überlasten. Oh, Alter, eine Drohne.
Egal, wir machen die auch so platt, anstatt so eine komische EMP-Granate, ja. Ich glaube, ich benutze den Laser immer, wenn ich keine Muni habe oder so. Wow. Wow. Der schwingt. Und nur noch 4 Granaten. Prophet, wir sind beim Lastenaufzug. Eine Etage hoch zur Hauptebene. Ja, da waren aber bestimmt noch mehr Leute da gewesen, ne? Ich muss auf den trockenen Knopf drücken. Einfach mal. Wow. Einfach mal mit der Faust. Das ist unser Schutz, echt? Ja komm, ich leg mich schon mal hin. Angriffsdrohne. Aha, okay. Angriffsdrohne, das ist die Nummer N, ne? Um Drohne einzusetzen. Ja, drücken Sie N um Ihre. Obere Stege! Los! Ich verstehe kein Wort! Okay, war das, ne? Wow. Bravo, es wird immer kritischer. Wir sind fast da. Erkannte eine Bedrohung. Oh, ich will aber verlassen. Wo wird das explodieren? Okay. Was kommt jetzt in die Stelle? Also ich spiele jetzt gerade mit 14 FPS, ey. Mit 5, 6. Nein. Alter, was passiert hier? Alter, was ist da geschehen? Okay. Kontrollraum direkt voraus. Da ist er! Boah, Alter! Alles okay? Wenn einer mal sagen würde, nee, dass man gut weg von soll. Was zum Teufel ist gerade passiert? Sie haben die Tür präpariert. Diese Konsole ist noch aktiv. Einklinken und Diagnose starten. Los an die Konsole. Alter. Alter, wieso laufe ich so lahm? Boah, Alter. Sorry Leute, es war...
Leute, sorry nochmal. Ja, ihr habt nicht viel verpasst. Außer, dass wir sehr viele Leute halt gekillt haben. Und jetzt sind wir gerade dabei, hier weglaufen. Oh. Wow! Alter, ich kann nicht laufen. Ich lauf ja schon. Habe 10 Männer verloren und 1 Dutzend Verwundete. 1, 2, 5 wurde abgeschossen. Alle Einheiten. Da ist er. Bring uns runter. Er ist tot. Prophet, Atlas-Team evakuiert. Bereich ist kompromittiert. Wo bleibt die verdammte Luftunterstützung? Mitchell, komm schon, an Bord, los! Ja, ich versuch's ja. Lol. Wow. Alter, krass. Und damit bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge und sorry, dass ein kleiner Teil weg war, weil meine Platte schon voll war, also der Speicher war schon voll. Das war mein Fehler. Tut mir leid, aber da man hat noch nicht viel verpasst halt, ne? Bis dahin, haut rein, bis zur nächsten Folge, ciao!